Der FC Bayern hat im Moment gut lachen. Auch in der Champions League setzte der Rekordmeister seinen Höhenflug fort und schlug den FC Arsenal im Achtelfinal-Hinspiel mit 3:1. Der phasenweise brillante Fußball der Bayern stimmte sogar Präsident Uli Hoeneß zuversichtlich. Ja, ich glaube, wir haben hier eine super Ausgangsposition geschaffen für das Rückspiel und wir müssen aufpassen, dass wir nicht überheblich werden, aber wenn wir einigermaßen konzentriert spielen, müsste das schon jetzt gelingen. Eiskalt und abgezockt sicherten sich die Münchner im 6. Anlauf ihren ersten Europapokalsieg in London. Toni Kroos, Thomas Müller und Mario Mandzukic trafen im Emirates je einmal und zeigten sich für den 3:1 Erfolg verantwortlich. Auf Rechenspielchen wollen sich die Spieler aber nicht einlassen. Das ist mit dem halben Meter Prozent, das mögen wir Fußballprofis überhaupt nicht. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, haben ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel. Und ich traue uns zu, dass wir da weiterkommen, aber wir haben noch ein Spiel zu spielen. Auch der Gegentreffer von Lukas Podolski schmälerte die Leistung des FCB nicht. Der Treffer des Ex-Kölners war das erste Gegentor der Bayern in einem Pflichtspiel nach 663 Minuten und das erste im Jahr 2013. Trotzdem, zuversichtlich hört sich Poldi nach der Heimniederlage nicht an. Es wird schwierig, auswärts durch das dritte Gegentor wird es sehr schwierig. Wir glauben natürlich noch an die Chance, aber wenn man zu Hause 3 Gegentore kassiert, dann ist es immer schwierig. Bayern München präsentiert sich auch international auf einem beeindruckenden Niveau. Der Einzug ins Viertelfinale ist nur noch Formsache, aber mit solchen Leistungen ist wohl noch deutlich mehr möglich.